Warten. Ich habe Ihnen ja versprochen, dass ich Ihnen den neuesten Stand der Wissenschaft verrate und wie das sogar zu einer Lösung des Klimaproblems dann kommen würde. Ja? Also, die Professoren sagen, als erstes müssen wir erstmal Geld generieren. Denn mit neuem Geld kann man viele Umstellungen der Gesellschaft finanzieren. Denn mit Geld kann man fast alles bezahlen, wenn man nur genug davon generiert. Ja? Deswegen ist der neue Ansatz, stellen Sie sich vor, da drüben wäre jetzt in Zukunft meine Hausarztpraxis, meine Hausärztin, mein Hausarzt. Und die würden erstmal entlastet von dieser, das, was sie im Moment 50% der Arbeitszeit kostet, ist nämlich Bürokratie, Papierkram. Der würde erstmal weggestrichen werden, von null direkt weggestrichen werden. Ja. Genau, ja, das würde alles viel effizienter machen. Genau. Und dann, denn die Ärzte sollen sich in Zukunft nur noch um Menschen kümmern. Und zwar würde es dann so laufen, dass der Arzt mir spaßmachende, entertainmentmäßig aufgezogene Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Präventionskurse, Sportkurse, Sportverein, Gesundheitssportverein, so ein Healthy Lifestyle Club mit spaßmachenden Tanzpartys ohne Alkohol und Zigaretten. Und überall würden wir verführt werden zu einem gesünderen Lifestyle, damit wir es, ja? Ja. Finde ich, ist ein guter Ansatz, auf jeden Fall. Ja. Dadurch würden die also der Arzt Christian Zimmermann, der Präsident des Allgemeinen Patientenverbandes, schätzt, dass wir dadurch etwa 70 Milliarden pro Jahr einsparen können an volkswirtschaftlichen Krankheitsschäden sozusagen in der Bevölkerung. Gerechnet, nein, deutschlandweit. Oder? Deutschlandweit allein 70 Milliarden nur für Deutschland. Ja? Und davon müssen wir natürlich die Pharmaindustrie ein bisschen entschädigen. Wir müssen ihr helfen, diesen Wandel zu machen, sich selbst stärker in der Gesundheitsförderung zu engagieren und so weiter. Und da müssen wir entschädigen. Aber nach den Entschädigen bleiben vielleicht jedes Jahr 55 Milliarden übrig. Und die können wir rüber ins Klima. Jetzt stellen Sie sich vor, hier steht jetzt Greta Thunberg und die Bundeskanzlerin Merkel und die ganze Presse um uns herum. Ja? Und dann verspricht Frau Merkel, ja, 90% dessen, also nach der Entschädigung, kann ich Ihnen versprechen, dass alles, was nach der Entschädigung übrig bleibt, stecke ich in die Klimaziele. Weil es ist neues Geld, es tut dann niemandem mehr weh. Wir haben ja alle entschädigt, die bei der Transformation vorübergehende Nachteile erleiden würden. Nehmen alle mit. Und das ist die Lösung für alles. Und da sagen die Wissenschaftler, jetzt haben wir es. Das ist der Durchbruch. Jetzt fehlt nur noch, dass Greta und Frau Merkel darüber sprechen. Und Greta sagt, jetzt wir müssen darüber diskutieren und so weiter. Das fehlt noch, aber das wäre der Durchbruch. Ja, es hört sich auf jeden Fall ziemlich gut an. Also ich muss darüber natürlich jetzt noch nachdenken und ein bisschen reflektieren, aber es klingt auf jeden Fall wie ein sehr guter Ansatz und es muss auf jeden Fall was getan werden, das steht außer Frage. Und ich finde, das ist der richtige Ansatz eigentlich, ja. Und stellen Sie sich vor, also Greta Thunberg würde jetzt hier stehen ohne Frau Merkel und würde nur sagen, liebe Journalisten, lassen Sie uns weltweit diskutieren darüber, ob die zweiten Scientists for Future mit ihrem Ansatz richtig liegen. Wir müssen das kontrovers diskutieren, zu Ende ausdiskutieren. Und wenn wir das alle dann für gut befinden, dann setzen wir uns mit Frau Merkel zusammen und schließen diesen Deal. Ja, auf jeden Fall. Es muss auf jeden Fall eine Diskussion geben. Ja. Auf jeden Fall. Und zwar, wo jegliche Leute mit einbezogen werden aus allen verschiedenen Gebieten, damit man auch wirklich ein einheitliches Konstrukt schaffen kann, was am Ende dann auch wirklich bestehen kann, wo sich dann keiner benachteiligt fühlt. Genau, damit man auch jeden mitnehmen kann, dass man sieht, aha, wer würde dadurch sich benachteiligt fühlen und wie müssen wir ihm helfen, dass wir ihm über diese Klippen helfen und diese neue Gesellschaft hinkriegen. Alles klar, dann danke ich Ihnen. Also abschließend kann man sagen, gefällt Ihnen nicht schlecht der Ansatz? Ja, ist ein super Ansatz. Ja. Alles klar, danke schön. Das war's schon. Ja?